bis zum Eintreffen der Teilnehmer Beutestimmung in Rofan und auch noch Eintreffen der Teilnehmer haben wir noch Beutestimmung in Rofan. Alle drei Hütten haben geöffnet. Essen wird schon hergerichtet, also noch nicht richtig gemacht, da ist man die Leute natürlich gesehen. Vorher war es ein Plätzing, aber das Bier ist eingestellt, der Glühwein ist auch schon beim Köcheln. So, jetzt nehmen wir noch kurz Kontakt auf mit unserem Zeitnehmer, Peter. Peter. Also, wir sind jetzt live verbunden oben mit unserem Zielrichter. Die Zeitnehmung ist bereit und ich hoffe, alle Athleten und Athletinnen sind bereit, 120 an der Zahl. Jetzt meine Frage vor Beginn an unsere Athleten. Athleten, seid ihr bereit? Zuschauer, seid ihr bereit für den 13. Sparkassen-Nachtaufstieg? Ja! Jawohl, super Stimmung hier in Rofan. Also, mein Kommando gilt. Jungs, geht's mal bitte auf Zeiten. Streckenposten bitte auf Zeiten. Ganz aussehen. Mein Kommando gilt. 3, 2, 1, los! Hopp, 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 Nummer 69, der drittplatzierte. Jawohl, gibt's Gas! Hopp, 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 hopp! 64, Oberndorfer Ricci, die Nummer 4 von Rofan. Vor 7, 7 ist der Halter Bernhard und 5 vor der Wolte Q. 100, 108. Das ist der Strobel Markus, Rennteam, da schau her, ja, da schau ich her. Christoph, 85, Denepel David, 81, Scherer Sigi, Startnummer 6, Hofer Reinhard, 32, 104, Leutzel Kruth, 55, Liebensrieder Beinhardt und 9 war der Mario, 45, Belga Thomas. 71! Leo Ottmar! Gratuliere! Ottmar, gewaltige Leistung! Nochmal an die Teilnehmer! Da gibt es hinten, da gibt es die Hups! Und da gibt es die Schaltnummer zurück und Siege am Zipfer um 21 Uhr! 49! 49! 43! Die Startnummer 11 im Ziel, Lisa Martin. Lukan Matador, 93. 93, Lüt Boris und 75, Wex Michael im Ziel. Ja, Stimmung hier, Zimmerfahren, 48 im Ziel. Bravo! Bravo!
Sebastian und die 60 Astrid Thomas. Danzel David, 63, Bea Lorenz, 66, Brandner Gerhard, 137, Zeichner Beinhardt, 98, Rauch Manni, also die wackere Patricia ist heute hier überrascht und die Zwietrag ohne geschlagen. Gewaltige Leistung, die Siegerin bei den Damen, wackere Patricia. 111, Peter im Ziel. 14, Spind Oliver. 50, Schell Thomas. 118, Hilbert. Bernhard und die zweite bei den Damen, Spiedrack Veronika. Und die 36 ist im Ziel, Bogner Jimmy. Und die 91 begrüße ich hier auf meiner Liste, Dul Christian. Also, zwei Platzierte bei den Damen und im Ziel, Siegtag Veronika! 35, einmal Peter bei uns im Ziel. Mit der Nummer 40, Herr Stefan, super! Also ein Wahnsinn, diese Stimmung bei uns herum. Und die Hütten haben wir für euch heute geöffnet. Alle drei, Erfurt, Gasthausverfahren und bei dem Stierwald. Und jetzt hier die Startnummer 12, Einhausreiter. Im Sprint die 117, Lechner Hannes. Die 90. Gunnar Benjamin, lokal Matador. 30, Hörer Andreas, super. 106, Schöpfen Michel. Und 83, Zuck Mario, 114. Schlauch Peter, 39, Ganshammer Peter. Nummer 47, Lisa Halt. Die Startnummer 68 ist vorgeschenkt gegen 52. 52 war Bohne, Aschauer Florian, 68, Morda, Lindelkamp und... Applaus! 41, Puck Stefan, ganz 14 Jahre, 15 Jahre. Super Stefan und einer Stunde Wahnsinn! Guck Stefan! 97, Bea Alexander. 130, Hundek Peter. 16, Kassel Judith, Deutschhaltenfreien, Super Judith, gewaltig. 130. So, 94. Exenberger Andreas. Hopp, 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 die nächste Dame. Startnummer 20, Lüttrina. Danke für die Unterstützung. Danke auch der Firma Leuchtfunk. Sparkasse. 28 im Ziel. 85. Hier den zwei Damen. Ein halber Manuela, ganz knapp der Schleimkine. Als Kampf zweier Ladies hier. Dauer Optik in Jembach und Autohaus Renault. Dann bedanke ich mich auch bei der TIWAG für die Unterstützung und natürlich bei der Rofansa. Sieg. Butcher Martin. 56. Rass Wöhner. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern, die hier heute zu uns hergekommen sind. Wie geht's weiter im Programm?
21 Uhr werden wir die Siegerehrung haben unten auf des Berggast aus Rofan. Einstweilen haben alle Hütten offen, aber bleiben wir natürlich noch einige Teilnehmer auf der Strecke. Aber dann hinein in die Hütten und dann einmal kräftig zuschlagen. Entweder aus in der Erfurterhütte, beim Vorwärmen im Almstübel oder hinten im Gasthaus Rofan. Also alle haben heute nur das Beste für euch vorbereitet. Das Beste ist uns gut genug für unsere Zuschauer, 100 Athleten hier beim 13. Sparkassen-Nachtaufstieg ins Rofan. Also wir schauen noch den Teilnehmern zu, die sich hier noch hinaufquälen und wieder herunterkommen. Und die werden natürlich jeden Einzelnen vorlesen, wie alle hier im Ziel haben. Schön wäre herrlich, meine Damen. Bis hinunter zur Brücke und da wird Kreis getragen. Aber das ist nicht mehr weit. Applaus, Büsemeier, Jöchel, Christiane! Exenberger Barbara, Gratulation! Andrea Wiers-Valenbach, die Nummer 19 und die 33 Heckenbleichler Matthias. Ja, und da kommt er, die Stadt gemacht, das heißt, wo ist die Unfallung? Also, Sieger, unser Schlussaufsteiger, gewaltig, treuer Markus. Wahnsinn, hat's auch geschafft hier rauf. Also circa 21 Uhr, Siegerehrung vor dem Berggasthaus Rofan. Und dann so ab 22 Uhr fahren die Bergbahnen wieder im 10-Minuten-Viertelstundentakt mit allen Teilnehmern und Zuschauern ins Tal, bis sie wieder unten, bis wir alle unten sind. Und dabei wünsche ich euch einen schönen, vergnüglichen Abend. Bleibt bei uns hier rum in Rofan. Feiert mit uns und wir sehen und hören uns wieder bei der Siegerehrung um 21 Uhr, 13. Sparkassen-Nachtaufstieg ins Rofan.